Jo, Hallöchen, willkommen zurück zu Slime Ranger. Und wir müssen hier ein paar Honigboys einfangen. Die anscheinend ein bisschen Amok laufen. Zurück in eure Ecke. Frucht, Frucht, Frucht. Ja, das sind natürlich keine Früchte. Die haben kein Essen. Und hier ist kein Essen. Oh, shit. Ich nehme euch erstmal mit. Bis ich Früchte habe. Einen Moment. Ja, den geht's gut. Den auch. So, und dir wahrscheinlich auch. Ja, dir geht's gut. Pat, pat. So, hier müssten ja Früchte sein. Theoretisch. Praktisch bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Doch, da. Nom. Ah, das reicht ja sogar fast. So, die sind noch nicht ready, aber vielleicht komme ich hier hoch. Aber es bringt mir rein gar nichts, hier hoch zu gehen. So. Nimm mal kurz das Portal. Und vielleicht sind hier nochmal Früchte. Ja. Fuck, ich bin voll. Blub, blub, blub. Beruhigt euch, ich will doch nur Früchte für meine Kinder. Die verhungern doch. Da sind Früchte. Und ich fresse euch nicht alles weg, nur ein bisschen. So, das reicht mir schon. Brauch nur 8. Ja. Piss dich. Kannst du nicht essen, die Kiste? Das kannst du aber alles essen, was da drin ist. Pat, pat. So. Machen wir das mal so. Nehmen wir ein, zwei Karotten hier wieder raus. So, und dann habt ihr was zu essen. Du auch, los. Pat, pat, pat. Ja, siehst du, jetzt... Jetzt sehen die doch wieder ganz nett aus. Geh mal weg. Eine sehr humane Art, mit Slimes umzugehen. Wie ich finde. Hier, bitteschön. So, jetzt habe ich nichts mehr für meinen Boy da hinten, aber egal. Na, oh, euch geht's aber echt gut hier. Ihr seid auch cool. Ah, geht wieder rein. Brrr. Das sind meine Lieblingsslimes bis jetzt. Ah, die sind einfach cool. Oh, 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 beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Pat, pat, willst du Wasser? Geh mal aus der Ecke raus. Brrr. Naja. Und auch vom Preis her sind die gar nicht so schlecht angesiedelt. Ja, das muss man auch nochmal sagen. So, kann ich hier fruchtbaren Boden. Nice. Und eine Sprinkleranlage. So. Ist doch ein bisschen schöner für dich, ne? Flup, flup, flup. Oh, der ist glücklich. So, und hier. Plot-Sammler. Ja, ich bin ja persönlich so ein fauler Mensch, ne? Und das macht mein Leben doch um einiges einfacher. So, ihr braucht hohe Wände, sonst verpisst ihr euch wieder. Ich weiß, wir schmeißen hier gerade sehr viel Geld raus, aber es muss sein, Leute. So, hier auch einen Plot-Sammler. Damit sind wir auch effektiver, ne? Also deutlich. Oh shit. Ich komme wieder. Aber eine Karotte will ich für meinen Freund da hinten haben. Hey, Süßer. Ey. Nom. Yay. Ah, ich liebe ihn.
Er ist aber der Beste. Na? Das bist du doch. So. Was macht der da oben? So, alles leer? Ja. Oh. Wir sind tatsächlich in einem anderen Ding drin. Gut zu wissen. Habe ich dich auch wohl vergessen. Da müssten wir einiges an Geld schon wieder drin haben. Ja, ein Großteil. So. Guck mal, wie sieht's aus, wenn wir hier... Weiß ich, ein Hühnerstall? Oder noch ein Garten? Nein, wir haben Früchte. Ich finde, Karotten sollten wir nochmal anbauen. Boden- und Sprinkleranlage, so. Und dann suche ich mir nochmal Karotten. Weil dann hat er auch eine ordentliche Diät, ne? Also, eine ordentliche Ernährung. So, die waren doch auch hier irgendwo. Da. Piss dich. So. Na, der muss ja auch gesund sein. Ich hoffe, dass diese schwarzen Streifen im Video ist jetzt ein bisschen gefixt. Ja, ist halt doof. Was machst du denn da? Hui. Hui. ja. Was ist das? Hilf mich aber aus und ich stelle sicher, dass du bekommst, was dir geschuldet ist. Okay, die will das haben. Das könnte ich machen und dafür kriege ich das. Nice. Kein Bock. Ich will in den Dschungel. Ist das überhaupt der schnellste Weg? Ah, scheiß drauf. Ich habe auch noch einen Slime-Key, aber wer will den Dschungel noch nicht mal halbwegs erkundet haben. Ich habe auch meine Leertaste ersetzt. Ich bin ja das eine oder andere Mal gestorben. Und ich sag's mal so, meine Leertaste funktioniert halt nicht perfekt. So. Wenn man die von der Seite trifft. Ich habe die jetzt mit einer Falltaste getauscht. Jetzt habe ich zwar nur die kleine Falltaste zum Drücken, aber wenn ich drücke, dann springt er halt auch. So, das ist halt der Vorteil daran. Wupp, wupp. Ja. So. Und genau, dann schauen wir uns den Dschungel an. Kann man da hinfliegen? Über die Dinger? Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne ausprobieren. Aber ich will auch nicht sterben. Also, nein. So. Zack. 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 Zack, ist es auch ein paar Tage her, nachdem ich das letzte Mal gespielt habe, also... Ja, mal schauen. Ja, meine FPS sind hier natürlich im Arsch. Will ich noch mehr... Ja, eigentlich will ich keine 14 Boys. Ah, hast du mich schon wieder gebucht? Eigentlich brauche ich keine 14 Boys extra mehr. Hab genug. Genau, was habe ich gesagt? Genau, ich habe V-Sync angeschaltet. Das hilft hoffentlich etwas. Mit den, schwarzen Streifen im Bild. War doof. Ah, I know. Aber müssen wir nur mal durch. Pisst euch. Honigboys habe ich eigentlich. Ich kann den anderen. Mache ich sagen, den einen oder anderen kann ich ja noch mitnehmen. Na? Wo? Alles wieder gut. Nice. Wieder einmal das Leben gerettet von abertausenden Slimes. So, jetzt weiß ich nicht, wann wir da hinten schon am Ende. Ich gucke einfach nochmal, während meine FPS in den Keller gehen. Das ist halt der Nachteil an V-Sync, ne? Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Ja, das brachte uns zurück nach Hause. Und hier war nichts mehr. Okay. Zoom.
Nicht explodieren. Au. So, ich könnte darüber fliegen wahrscheinlich. Aber ich mache es nicht. Ja. Ich habe gelernt. Genau, hier oben ist an sich auch nichts an Interesse. Nö. Aber ich war hier noch gar nicht fertig mit rumgucken. Außer, dass hier die fetten Viecher rausflabbern. Weiß ich halt echt nicht, was hier los ist. Ja, geht ruhig ins Wasser. In dem man anscheinend ja... Na gut, in dem vielleicht. Kann man stehen. Bye. Au. Au, au, au. Hm, was haben wir da oben? War ich da schon? I don't know. Ich weiß ja, dass die übelst wehtun. Ja doch, hier oben war ich schon. War ich auch da hinten? Ha. Huh. Naja. Da komme ich zumindest da hoch. Aber müsste ja auch eigentlich einen anderen Weg geben. Stimmt, hier war so ein Loch, wo man nicht reinfallen sollte. Ich glaube, einen anderen Weg gibt es gerade gar nicht. Dann probiere ich den nochmal aus. Beziehungsweise ich probiere auch mal den Weg hier hinten rum nochmal aus. Obwohl, ne, von da bin ich ja gekommen. Das ist ja Schwachsinn. Da will ich ja nicht wieder zurück. Nicht umbringen, bitte. Bam, badam, badam, bam. So. Sollte ich fallen, falle ich ja nicht wirklich, also. Na doch, die Zeit reicht auf jeden Fall. Frage ist, komme ich da hoch? Ich komme wahrscheinlich da hoch. Ja. Okay, da haben die ein bisschen was vergessen. So, aber damit komme ich hier hoch. Aha. Und hier ist rein gar nichts von Interesse. Aber hier kann ich quasi meine nächsten Schritte planen. So, weil da ist jetzt auch nichts. So, ich gehe erstmal wieder runter. Was bist du? Minzmango, achso. Bupp. Bitteschön. So, der war auch uninteressant. So. Ab durch die Röhre. Hier links, hier ist wieder so ein Kreis, den hatten wir auch am Strand recht oft gesehen. So, und da oben war der Viech drauf. Und hier sind wir letztes Mal gestorben. Weiß echt nicht wieso. Hust, hust. So. Aber mit dem Jetpack funktioniert das doch perfekt. So, das Game setzt echt darauf auf, dass man eine funktionierende Tastatur hat. Aber hier hat sich das Gras eben nochmal aufgebaut. Ups. So, irgendwelche Geheimnisse um die Ecken. Oh, Alter. Nein, nein, nein. Nicht sterben. Hier, da. Da ist Weidegrund. Da kannst du wohnen. Hi. Pogo-Frucht. Bye. Ha. Huh. Fliegen wir doch mal rüber. Erkunden das hier ein bisschen genauer. Stimmt, Phosphor-Boys müsste ich nochmal mir irgendwie beschaffen und anpflanzen, aber die sterben ja bei Licht. Leider.
Kann ich nicht mitnehmen? Okay. Okay. Dann nicht. So, und was haben wir hier oben? Hier oben scheint es einen neuen Abschnitt zu geben. Ach du Scheiße. Nochmal einen unteren Abschnitt. Okay. Hier geht's noch. Warte mal. Warte mal. Das ist der Abschnitt, wo ich vorher war. Aha, das ist jetzt, ich bin quasi eine Ebene drüber. Ah, okay. Die fallen da einfach aus dem Dings raus. Aus der Luft. Okay. Aber was soll ich hier? Ich meine, das ist ja ein ordentlicher Weg, dass man hier hinkommt. Aber die Frage ist halt, wozu? Wozu kommt man hier hoch? Wozu sollte man sich die Mühe machen, hier hochzukommen? Habe ich da jetzt was übersehen? Ja, eigentlich nicht. Vielleicht einfach nur zum Backtracken. Oh, warte mal. Kann ich da hin? Ist da was Interessantes? Also ich verstehe nicht, wieso es den Weg hier gibt. Oh, das meine ich. So, wahrscheinlich halt wirklich nur zum Backtracken. Okay, hier kann ich nochmal um die Ecke. Ja, wie gesagt, ich sehe den Sinn da jetzt noch nicht. Na. Wohl. Von hier bin ich nicht... Doch, von hier bin ich gekommen. Ja, haben wir den Dschungel damit durch? Oh. Pisst euch. Pisst euch, bitte. Bitte beruhigt euch, bitte. Bitte. Oh, warte mal, Gestripphuhn. Eins will ich mitnehmen. Für den da. Weil die essen ja Fleisch. Au. So dass der auf der Karte verzeichnet ist. Shit. So, zack. Hi. Jäger Gordo. Aua. Nur am Nerven, die Viecher. So, weil dann ist der hier verzeichnet. Ja, ich denke, dann haben wir alles durch eigentlich im Dschungel, ne? Nice. Hier ist noch was. Und hier ist noch was. Und Holz und Moos bei zwei Schlüssel gibt es hier noch. Aber ich habe nur einen Gordo. Ha. Huh. Ah ja. Ja. Den anderen finden wir ja auch noch. Ich würde sagen, ich fliege nochmal da drüber tatsächlich und benutze den anderen Teleporter. Einfach, dass er in meiner Karte verzeichnet ist. Und nehme mir nochmal einen Huhn mit. Falls ich nochmal ein Lago finde, Gordo, Lago, I don't know. Aber wieso ist hier so ein Ding einfach so, weißt du? Keine Ahnung. Ich hab ja auch, ist da oben? Ne, glaube ich nicht. Ich hatte ja auch recht viele Probleme mit YouTube jetzt in den Tagen, deswegen, das hat man ja gesehen an dem alten Video. Es verarbeitet aber nicht. Es verarbeitet nicht in mehr als 360p. Wie ich da jetzt drum gekommen bin, ich streame quasi die Videos. So. Also ich streame die oben. Also ich mache einen Livestream quasi von der fertig gerenderten Datei. Und der ist dann halt instant in 1080p verfügbar.
Nee, warte mal. Hier war doch gar nichts. Da war ja gar kein Teleporter. Ich will mal gucken, ob ich da hinkomme. Oder ob ich da nicht schon mal war sogar. Gibt es sogar einen Weg hoch oder runter? Na, eher runter, würde ich sagen. Ich habe echt keine Ahnung mehr, was hier los ist. So, no joke. Don't care, don't know. Hm. Das ist auf jeden Fall eine andere Area nochmal. Hm. Ich hoffe, man kann nichts ertrinken. Weil das wäre echt nicht cool, aber da gibt es eine Dings. Eine Rampe. So. Pisst euch doch mal. So, was gibt es hier noch? Ist hier vielleicht irgendwie wieder auf dem Pilz ein Jägerboy, den man einfach nicht sieht? Nee. Aber ein weiteres Hell-Ding. Warst du je verliebt, Beatrix? Es macht, dass dein Inneres schmerzt, als ob deine Seele am Tag zuvor im Fitnessstudio war. Das ist jedenfalls die beste Art, auf die ich es beschreiben kann. Es sortiert auch dein Denken um zu etwas, das, ich schwöre es, sich richtig unnatürlich anfühlt. All diese Dinge, von denen du dachtest, sie spielen eine Rolle, tun das plötzlich nicht mehr. Verändert dich vollständig. Ich kann es überhaupt nicht genug empfehlen. Okay. Wir haben ein bisschen Liebeskummer, unser Boy. Wir sind nochmal Phosphor-Boys. Dann kommen wir rüber. Ich weiß gar nicht, ob wir das mit unserem Jetpack tatsächlich packen. Ich wollte da nochmal kurz gucken, da war ja auch noch eine andere Seite. Ah, das ist diese kleine Insel hier. Okay, das führt zu keinem neuen Punkt eigentlich. Die sind so fröhlich. Das mag ich an dem Spiel, es ist einfach happy. Gut, außer die Tear-Slimes jetzt, ne, aber... Sonst ist es halt echt... vergleichsweise happy. So, da war ich, hier war ich. Also von daher kann ich nur empfehlen. Den Berg kann man, glaube ich, nicht rauf, oder? Ich meine, ich probiere es ja aus, aber... Oh, doch, kommt man. Nein, kommt man nicht. Okay. Fair enough. Da kommt man doch nicht hin, also zumindest jetzt nicht. Später vielleicht mit dem Upgrade, aber jetzt nicht. So, da fliegen wir auch einmal rüber. Ja, das passt. Au, weißt du, hier komme ich hin. Schon kriege ich aufs Maul. Da ist einer. Ein Honigboy. Oh, da aber die essen Früchte, ne? Und hier sind gerade keine Früchte. Komm hoch! Ich glaube, das ist eher der offizielle Weg hier rum.
Zack, 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 zack. Ja. Die ganze Nacht auf, yay. Ich habe keine Dings mehr. Nichts zum Schießen. So, warte, von da komme ich. Dann. Müsste ja hier das normale Moosbett sein, ne? Was jetzt heimgesucht wird durch böse Viecher. So. Ja. Ja, hier ist das normale Moosbett. Nein. Komm schon, lass mich hier hoch. Ich muss Früchte finden. Ja, dass ich ihn zumindest auf der Karte markieren kann. Das ist mir ja wichtig. Oder ist er markiert? Nein, ist er eben nicht. Weil man könnte jetzt natürlich sagen, kann man sich ja merken. Aber ich und merken? Na. Sehe gerade leider keine Früchte. Da sind Früchte. Bitte nicht alle weg snacken. Einen brauche ich. Haha, ey. Wow. So, ja, die Frame Rate hier in dem Gebiet ist halt konstant nicht geil. No, ich bin da abgebogen. Und hier ist der Boy. Ah, das war geradeaus. Das Ding, das wir noch nicht erkundet hatten. Gut zu wissen. Wo war der nochmal? So, ich will noch so ein Explosion-Ding mal mitnehmen. Knallslime. Nicht explodieren, bitte. Nee, 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 du sollst hier bleiben. So, für später. So. Und verzeichnet. Nice. Bye. Have a great time. So, ich gucke mal, dass ich Teleporter finde jetzt. Weil meine süßen Slimes zu Hause verhungern ja bald. Ja, also deswegen. Mal gucken, wo war denn hier der Teleporter? Oder war in die Richtung? Ja. Ja, richtiger Weg. Weil dann haben wir das Gebiet auch erstmal, ich sag mal, grob durch. Wir haben zwar noch ein paar Quests hier und da. Aber nichts, was jetzt allzu wichtig wäre. So, und hopp. Da, der frisst schon wieder. So, ich finde, ihr könnt euch mit Knallslimes paaren.
So. Sportsammler kann ich mir gar nicht leisten. Ja. Na, hat's dir geschmeckt? Pat, pat. So. Na, ihr wart glaube ich, nur die Früchte wollten, ne? Alter, beruhigt euch. Ey. Ja, ihr kriegt doch auch was. Ja, sei aber bitte nicht so verfressen. So. Okay. Gut. Und dann zack. Ist ja noch mehr. Vielleicht sollte ich mir auch ein Silo anlegen. Wo ich das ein bisschen lagern kann, wenn es noch mehr wird. I don't know. Ich meine, look at this. Ich habe halt echt so viel. Ja, und der macht hier Freudensprünge. Oh. Zack, 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 zack. Warte, obwohl, na, der Honey-Dings brauche ich ja auch Früchte. Dann passt das ja. Der Honey-Slime für später. Na, Pinky? Da. Da bist du besser aufgehoben. Bong, bong, bong. So. Schmeißen wir noch ein paar rein. Au. So, geben das ab und bauen Sammler an den anderen ran. Und dann haben wir auch wieder ein gutes Stückchen für heute geschafft. Na, wie gesagt, das ist halt ganz nett. Ich könnte noch ein bisschen mehr Sachen rumplaudern, so die nächsten Tage. Blub, blub, blub. Ah, okay, man kann das auch extra aktivieren. Das ist gut zu wissen. Macht mir mein Leben etwas einfacher. So, und praktisch, hier will ich gar nicht reingehen, um dich zu füttern. Na, deswegen kommt hier auf jeden Fall ein Futterautomat hin. Ja, ein Futterautomat. Ah, Profis am Werk. Naja, dann haben wir da jetzt eben Futterautomaten dran. Ich meine, wir wollen ja nicht reich werden, so von... Holy shit. Das ist nicht gut, was du da machst. Wieder rein in deine Ecke. Was ich hier haben wollte, ist ein Plot-Sammler. So, weil die essen Frucht und Fleisch. Die essen quasi auch Fruchtfleisch. Ja? Braucht ihr mehr Früchte? Braucht ihr mehr Essen? Ja, Karotten. Hier. So. Und raus damit. Ich würde sagen, wir gehen dann das nächste Mal in die Mine da. Na, ihr Süßen? Hop, hop. Brr, brr. Hören Sie alle wie Vögel. Und öffnen da die Tür. Ah, so viel Geld haben wir jetzt nicht. Miese gemacht eigentlich. So, mal gucken, kann ich mir das Areal vielleicht kaufen? Nein, noch nicht. Okay. Gibt's keine Explosionsplots? Ha. Merkwürdig. So, dann können wir hier nochmal... Weißt du, wenn die explodieren, ja, dann kann man doch hier, wie war das? Musikbox. Ist die Unruhe von Slimes verringert. Ja. Okay. Und ihr, weil ihr euch immer verpisst,
Ja. Und da ein Netz drauf. Ja, genauso wie bei euch. Ihr springt mir zu hoch. Weil das Problem ist, wenn Slimes und andere reinessen und halt... Also, du kannst zwei Slimes kombinieren, aber wenn du versuchst, einen dritten reinzumischen, ist RIP. Ich weiß halt leider nicht mehr, wo der Fellball ist. Also ein bisschen viel Leute sind da jetzt drin. Ah, die Plots werden halt immer gegessen direkt, ne? Naja. Lesen wir die Star-Mail noch? Ja, machen wir noch. Ja, jetzt haben wir wieder die Striche, I know. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Victor Humphreys, professioneller Slime Rancher, Slime-Wissenschaftler und Amateurmusiker. Meiner Information nach hat Mrs. West Sie bereits über die Funktionsweise für der Tauschbörse ins Bild gesetzt. Daher spare ich Ihnen weitere Ausführungen. Lassen Sie mich stattdessen ein wenig darüber erleuchten, was Sie von Anfragen meiner Wenigkeit erwarten können. Als Slime-Wissenschaftler/Rancher hege ich größtes Interesse an den liquiden Legionen, mit denen wir uns dieses weitläufige Gefilde teilen, den Slimes. Meine intensiven Studien halten mich oft davon ab, tägliche Streifzüge ins Gelände zu unternehmen, und wenn ich mich einer Untersuchungsversorgung mit einer bestimmten Spezies gegenüber sehe, nutze ich die weite Tauschbörde, diese Lücke zu schließen. Jedoch, keine Sorge, ich werde Sie fürstlich für Ihre Mühe entlohnen. Viel Glück mit Ihren neuen Unternehmungen, Miss LeBeau. Ich freue mich auf die Aussicht, der alten Twilgas Ranch wieder neues Leben eingehaucht zu sehen. Hochachtungsvoll Victor Humphreys PS. Ich habe einst meinen Lieblingsfiedel verloren, als ich vor einem aggressiven Knallslime floh. Ihr Wert ist nur ein Sentimentaler, aber sollten sie ihre habhaft werden, wäre ich entzückt, wieder drauf spielen zu können. Okay. Können wir uns nicht kaufen, neu Mitglied. Ja, weil... Dann kann man die Ranch quasi verschönern mit. Slimy Boy. Slimy Boy. Da bist du. Willst du nicht mal in dein eigenes Gehege? Nee. Du bist zu fröhlich hier, ne? I know. Was ist deine Lieblingsecke? Okay. Ich sag mal, das war's auch für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal, ne? Bye.